Was haben wir hier noch so? Ein Drittelschrauber. Ja, den will ich haben. Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Den kann man bestimmt für die Mutter unten gebrauchen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin, Rufus. Ganz ruhig. Das fühlt sich irgendwie wie ein Rätsel an. Ist das hier vielleicht die Heizung? Ich meine, irgendwas muss das ja mit der Heizung auch noch auf sich haben. So, der gute Doc. Warum sieht man eigentlich nie seine Beine? Jetzt, wo du's sagst. Du, Doc. Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Und zweitens... was soll ich noch gleich besorgen? Ein Mammutfell. Fluppidiwupp. Plasma... Hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais besorgen. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir das nicht merken. Das heißt, Plasma-Austausch-Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais? Das habe ich doch bis zur nächsten Aufnahme vergessen. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du ein Plasma-Austausch-Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ich befürchte ja, dass der so ein Ding tatsächlich noch finden wird. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Das ist natürlich eine bestechende Logik. Aber ihr stört mich doch eigentlich gar nicht. Also, komm schon, Doc. Ja, man muss auch die weniger Begabten, die muss man auch mal so ein bisschen fördern hier, ja. Ich meine, wir können Rufus nicht alles machen lassen. Mir wurde beigebracht, da helfen, wo es sein muss und alles andere, also das, was die noch selber können, sollen die gefälligst auch selber machen. Wahre Freundschaft ist doch was Feines. Egal was passiert, man trägt sich nichts nach. Auch nicht die mangelnde Stabilität seines Kutters, die fast meinen Plan ruiniert hätte. Denn sonst können die das ja irgendwann gar nicht mehr, ne? Und das wollen wir ja nicht. Na, Bozo, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Oh, du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin, Toni. Oder mein ex-bester Freund, Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Na, weil... Du frierst doch bestimmt. Nicht wirklich. Es zieht zwar durch die Löcher im Dach... Aber die stickige Heizungsluft gleicht das wieder aus. Und wenn die Heizung ausfallen würde? Willst du mir nicht einfach sagen, was du vorhast? Dann müsstest du dir nicht ständig irgendwelche Verrücktheiten einfallen lassen, um voranzukommen. Ja, aber wo bliebe dann der Spaß? Wo bliebe der Kick? Wo die Herausforderung? Aha, das ist es also, weswegen wir mit der Heizung rumspielen müssen da im Keller, ja? Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn.
Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Ich liebe das. Es ist so schön hirnlos und behämmert. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Nein! Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Ah, schön. Okay, aber da werden wir jetzt also auf jeden Fall die Zahncreme für brauchen, für die Symptome. Dann müssen wir die Heizung runterstellen, damit der Borso sich was anzieht. Und die blaue Zunge, das hat bestimmt was mit dem Essen zu tun, was wir ja auf irgendeine Art und Weise da über dieses Telefon auf der linken Seite des Zimmers werden bestellen können. Aber natürlich erst, wenn wir uns die Menükarte von der Rezeption abgeholt haben. Das hat die nette Stimme in unserem Ohr ja gesagt und ich höre immer auf Stimmen in meinem Kopf. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Belassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Also jetzt bin ich neugierig und will seine Beine sehen. Naja. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Schön. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Oh, wunderbar. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach. Das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Oh, der Arme. Der tut mir richtig leid. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Deswegen drehen wir den Rufus auch mal um hier. Dann muss der sich den Boso mit seiner wunderbaren Beinfreiheit nämlich nicht mehr ansehen. Kann hier so ein bisschen die Goal im Hintergrund begaffen. Na, haben wir alle was von. Während ich mich hier... Oh Gott, er hat das mit den Beinen getan. Oh Gott. Oh, ich kann nicht hinsehen, aber abwenden will ich mich auch nicht. Es ist wie ein Verkehrsunfall. Eigentlich wollte ich jetzt abmoderieren, denn ich habe es schon wieder geschafft, obwohl ich eigentlich gar, oh Gott, die Beine, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, hier doch wieder 2 Stunden zu zocken jetzt schon wieder. Das schafft auch nur Deponia. Also es ist wirklich eine geile Spielereihe. Dieser Teil hier, der gefällt mir bis jetzt auch richtig gut. Und wir haben das Ende dieser Aufnahmesession erreicht. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Von daher weiß ich auch nicht, ob ich jetzt bis dann oder bis gleich sagen muss. Deswegen sage ich einfach Ciao, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, wo wir uns dann hier in dem Hotel Menetekel dem einen oder anderen Rätsel zuwenden werden. Und natürlich versuchen, einen Wärme-Austausch-Fluppe-die-Flupp-Mammut-Fell-Relais zu finden, damit Doc und Boso endlich diese simple Kalibrierung von Gohls Gehirnimplantat abschließen können. Bis dahin aber jetzt erstmal kleine Pause. Ich klink mich aus. Ciao, bis dann.
So, okay, Leute. Und weiter geht es. Ich spare mir jetzt einfach mal eine Anmoderation. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Ja, ja, ich weiß. Ein Wärmeaustausch, Fluppidiwupp, Mammutfell-Relais sollen wir suchen. Ich habe mir das wirklich gemerkt. Das ist unglaublich. Ich spare mir jetzt einfach mal eine Anmoderation, weil ich hier jetzt wirklich nur diese 5 Minuten aufnehme, um die Folge voll zu kriegen, weil ich heute eigentlich gar keine Zeit zum Aufnehmen habe, aber euch hier nicht ohne Deponia-Folge lassen wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, nimmst du jetzt halt schnell 5 Minuten auf, beschäftigst dich hier ein bisschen mit der Heizung, da fange ich jetzt einfach mal mit an. Die wollten wir ja irgendwie komplett ausschalten, ne? Das wird ja wohl irgendwo gehen. Aber in der Diagonalen. Ah, okay. So, hier einfach so ein bisschen rumprobieren. Was macht denn der Hebel? Macht der Hebel überhaupt irgendwas? Was macht denn der Hebel? Der Hebel macht gar nichts. So. So, jetzt ist da schon mal alles aus. Da haben wir noch gar nichts von. Lass es wieder einschalten. Und jetzt da. Und jetzt da. Und da. Und ich weiß hier gerade gar nicht, was ich mache. Vorteilhaft wäre ja, wenn ich es irgendwie hinkriege, dass nur in einer einzigen Richtung hier noch rote Felder wären. Oder wenn sie alle einmal rot sind. Das würde natürlich auch funktionieren. Ah. Wenn ich jetzt hier eine Diagonale gehabt hätte. Moment, hat der Hebel gerade resettet? Das war fies. Also im Moment probiere ich hier wirklich nur einfach zufällig irgendwelche Kombinationen aus. Yay. So, wir haben's. Es geht doch. Und das hat leider nicht so lange gedauert, wie ich gehofft hatte. Aha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Gut, dann machen wir halt jetzt noch schnell irgendwas anderes. Ich will noch mal zu dem Geist. Ich glaube nämlich, ich habe da was übersehen. Er hat ja gesagt, ich soll das Geschirr mitnehmen. Das muss ja hier irgendwo genau. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Dann nimm sie mal mit. So. Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und... Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Mein Gott. Autsch. Aber mein Gott, ein Messer. Oh, und da fallen die Teile wieder. Guck mal. Ah, oh, schön. Ein Fischmesser ist es sogar. Was machen wir mit dem Fischmesser? Ach so, wir müssen ja auch noch irgendwie so eine Pastete oder sowas zusammenkochen, ne? Ja. Egal, später. Achso, nee, halt, oder hat der Geist jetzt noch was Neues zu sagen, weil wir das Geschirr eingesammelt haben? Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Okay. Laster kann Naster. Reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Hat nichts Neues zu sagen. Okay, dann möchte ich jetzt nochmal zu der Rezeption, um da von der Küche aus mit, hier mit dem Korkenzieher eventuell was zu reißen. Was ist der Korkenzieher? Wollt ihr das mit dem Korkenzieher machen? Wollt ihr das wirklich mit dem Korkenzieher machen? Na gut, wir versuchen es mal mit dem Korkenzieher. Nee, nicht zum Pastetenautomaten, raus. Dann habe ich auch gleich die Folge schon voll. Zur Rezeption und von da aus in die Küche war das, ne? Wenn ich mich da recht erinnere. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt.
Ja, mir auch. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesindel. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Der sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Ja, cool. Und das ist auch so ziemlich genau die Stelle, wo ich jetzt diese Folge beenden wollte. Ja, das ist jetzt die zweite Abmoderation innerhalb von ungefähr 5 Minuten, aber keine Sorge, schon morgen geht es weiter. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, ciao, wir sehen uns, bis dann.